Game One war. Ah, ich hab's nicht so eine schöne Stimme. Wie auch immer, DK gegen Vici. Wunderbares Matchup. Also zwei chinesische Giganten. Nubi hat sich so ein bisschen als Außenseiter da schon gut platziert als Grand Finalist. Jetzt sind nur noch drei übrig. Drei ganze Teams. DK, Vici und EJ wartet schon in der nächsten Runde. Also wer auch immer hier gewinnt, die müssen noch an EG vorbei. Und dann wäre es wirklich ein chinesisches Finale. Manche wollen das nicht sehen, manche wollen sehen. Je nachdem, das hier wird auf alle Fälle eins der besten Spiele, meiner Meinung nach, oder eins der besten Series überhaupt. DK, gerade LGD geschlagen, vielleicht. Naja, das ist so ein bisschen das Problem, Erschöpfungserscheinungen, weil ein Best of Three wurde schon gespielt. Jetzt kommt noch hinterher das Spiel. Der Gewinner muss dann nochmal ran. Das sind drei Best of Threes hintereinander weg. Naja, das ist halt so ein bisschen Faktor. Wie auch immer, mein Name ist Heflamok und mit mir castet der Pip. Ja. Yo! Slavin musste schon wieder ins Bett. Und ja, nein, damit, wir rotieren einfach die Co-Caster ein bisschen. Pip ist wieder da und hüpfen einfach mal rein in den Draft und schauen, was wir haben. Jawohl, natürlich die Standard, ja, Bands, wie man schon sagen kann, Lycan und Doom auf der Seite von DK. Naga Siren wird rausgebannt und die Death Prophet von VG Gaming. Finde ich sehr interessant, dass sie es so früh machen. Ja, dann haben wir auf der Seite von VG Gaming Razer, das wird sehr wahrscheinlich ein Super Razer. Nature's Prophet, ROTK Hero auf dieser Seite. Ich habe auch schon FY als Supporter drauf gesehen und Scylla auch als Position One. Also Nature's Prophet wird da sehr flexibel eingesetzt. Und auf der Seite von DK Beastmaster, wirklich sehr, sehr früh gepickt, sieht man nicht allzu oft. Und Tinker, den ich vorhin anstatt dem Shadowfiend eigentlich erwartet habe im Game vorher. Yep, definitiv. Und naja, DK fängt an mit, ja, wie soll ich sagen, interessanten Picks, also Beastmaster, ein Dire Beastmaster, das heißt, wir sehen ähnlichen Farm wie wir es von Tidehunter gewohnt sind, eventuell mit Ancients etc., wo halt der Tink vielleicht auch da so ein bisschen Anspruch hat. Du kannst halt ganz passiv mit deinen Äxten, kannst du die Ancients, sorry, das war ein bisschen zu viel Brause, kannst du halt die Ancients auch ohne Probleme mit deinen Äxten einfach mal stacken, und das ist ganz interessant. VG, da kommt das erste Push-Potenzial raus, und es ist halt ganz interessant zu sehen, weil ich denke, dass Vici halt dann doch das Team ist, was mehr auf Push setzt. Wir haben es auch in den zeitigeren Spielen gesehen, ich habe es im Draft schon mehrfach angedeutet, Vici braucht keine Pushing-Heroes, um zu pushen. Das ist das Lustige. Das Spiel von Vici läuft immer nach einem Schema. Es ist die 6., 7., 8. Minute, dann kommt so die Checkliste, haben wir unsere Level, haben wir unsere Items, wenn ja, 5 Mann, los geht's. Das ist Vicis Programm, und das haben sie die ganze Zeit durchgezogen, und es passt einfach perfekt in die derzeitige Meta, in ihren Draft, in alles, was sie planen, und sie rotieren dann wirklich von einem Smoke rein in den Gank, finden irgendjemanden rein in den Tower, zurück zu Roshan, verteilen auf die Map, 2 Minuten, 3 Minuten, wieder zurück, 5 Mann, nächster Tower, und das Schema spielen sie einfach durch, und es ist genial. Bruno hat es schon gesagt, statistisch DK, das Team mit den längsten Spielen. Vici, im Gegenteil, auf der International hier, das Team mit den kürzesten Zeiten. Und das sagt einiges über das Team aus. Ja, also VG Gaming, das muss man wirklich sagen, das ist ein sehr strukturiertes System, was dort spielt. Das sind nicht einfach nur 5 sehr gute Spieler, sondern das ist wirklich ein Team. Sie haben den Plan, sie wissen, worauf es ankommt. ROTK draftet auch in diesem Sinne, ich sag jetzt mal, nicht sehr flexibel, aber doch ja, immer auf ein Ziel, ein paar variable Helden, also sehr, sehr stark. Wobei DK sich natürlich auf hier Burning, Mushi und Ice meistens fürs Late Game fixiert und da auf die drei vertraut ist, die da im Late Game ihren Skill rausbringen durch die Helden, die sie kriegen. Und jetzt schauen wir mal auf die zweite Band Phase. Da haben wir Venomancer, natürlich Push-Potenzial rausnehmen für VG Gaming und Support, denn der fehlt ja noch. Dann noch ein Nyx Assassin, sehr, sehr böse für Tinker. Nyx Assassin, wenn er Mitte gespielt wird, der Mana Burn tut einfach nur weh. Weaver, vorhin gesehen, Burning einfach nur stark, man darf ihn auf keinen Fall alleine lassen, und der Lich. Und hey, Überraschung, ein Shadow Shaman. Ja, yeah, Shadow Shaman. Ist ganz interessant, dass es überhaupt durch die Bannphasen geschafft hat, weil
VG Gaming zum Beispiel nimmt den Lich raus, was mich erstaunt. Also auf meiner Prioritätsliste ist Shadow Shaman irgendwo an der Haarwurzel und Lich wirklich an der kleinen Zehe. Also das ist, was soll ich sagen? Keine Ahnung, das sind Welten zwischen den beiden Helden. Gerade weil, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zu viele TI-Spiele schon gecastet habe. Keine Ahnung, wie viele Tausend das jetzt schon an der Zahl sind. Ja, aber Vici sagt, wir wollen kein Lich. Okay. Sie wollen auch kein Burning Weaver. Kann ich verstehen. Dass aber halt der Shadow Shaman durchkommt. Interessant. Damit gibt man auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Support auf die Seiten von DK. Vor allen Dingen haben wir ja auch zwei ultra starke Supportspieler hier mit MMY und Lanem, die beide sehr, sehr gut mit diesem Char umgehen können. Shadow Demon auch sehr guter Pick, sage ich jetzt mal, auf der Seite von VG, vor allen Dingen, wenn es darum geht, defensive Disruptions hier zu machen. Sei es beim Roar, sei es vielleicht beim Hex oder beim Shackle oder in der War Trap. Also da finde ich den Shadow Demon auf jeden Fall nicht verkehrt. Und Undying, einer meiner absoluten Favoritenhelden, finde ich super. Wird hier sehr wahrscheinlich von Ice Ice sogar vielleicht gespielt auf der Offlane. Hat er zumindest, glaube ich, in den Qualifiern gemacht, in der Group Stage. Und das würde heißen, Beastmaster und Tinker müssen sich da ein wenig arrangieren, was die Position 1 und 2 angeht. Und Lishrak oder Lashrak auf der Seite von VG Gaming als wahrscheinlich Second Support, gehe ich mal davon aus, in Kombo mit Shadow Demon Setup. Ja, definitiv. Undying hat DK dieses Tournament schon mal gezogen und da hat es eigentlich richtig gut funktioniert. Müssen wir mal schauen. Es ist natürlich, was soll ich sagen, es ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Also unter dem Tombstone zu fighten, meh. Und was soll ich sagen, Beastmaster noch dazu, da kommt ein Stun, March of the Machines, die Wards und so weiter. Also das sind alles Dinge, wenn die stehen. Da willst du einfach nur aus der Area raus. Darunter willst du einfach nicht fighten. Das heißt, da kann sich auch DK teilweise unter Towern eine gute Position sichern, auch wenn nicht unbedingt eine Double Creep Wave oder so da ist. Und das ist, ja, das ist, wovor ich ein bisschen Angst habe. Aber jetzt hier, letzte Bun Stage geht durch. Ja, Bristleback, auch sehr, sehr hoher Favoritenhero von ROTK. Glaube ich, gestern im Game gesehen, auch wie stark einfach Bristleback werden kann, wenn man ihm genug Farm und genug Platz lässt. Und auf der anderen Seite haben wir Viper. Sehe ich jetzt nicht so, dass der Viper hier Großes machen würde, weil ich sehe Undying eher auf Ice Ice auf der Offlane. Kann mich natürlich auch täuschen. Also der Viper-Bann macht für mich nicht allzu viel Sinn, aber ich meine, gut, ich spiele nicht beim TI im Loser Bracket Final, sondern VG Gaming und ROTK. Ich denke mal, wird sich was dabei gedacht haben und DK sucht, glaube ich, jetzt hier noch einen zweiten Supporter, wenn ich mich nicht täusche mit meiner Aufteilung. Und es würde wahrscheinlich ein Mitte Beastmaster und ein Safelane Tinker werden und es ist ein Anti-Mage für Burning. Also Oh, alles okay. richtig. Alles gut. Ich habe mich total geirrt. Yeah, Pip. You suck. Ja. Anti-Mage kommt durch. Also da war ein richtig greedy, harten Core. Also wenn Anti-Mage da ist, dann ist das Spiel nie vorbei, bis nicht wirklich der Throne tot ist. Das muss man leider so sagen. Obwohl man, muss ich sagen, die Anti-Mages, die wir hier auf der International gesehen haben, ich weiß gar nicht, die Windchance müsste man mal durchschauen, aber war nicht so überzeugend. Also, obwohl sie teilweise six-loaded waren, aber da kamen dann halt hier und da Misplays und einfach im Team bessere Plays raus. Also, naja, schauen wir mal. Anti-Mage natürlich aber trotzdem sehr stark, weil er hier vier Leute hat, die ihm richtig, richtig viel Platz verschaffen. Das ist natürlich das Gute. Auf der anderen Seite haben wir natürlich zwei gute Pusher, Endrazor. Lashrak noch dazu, also drei gute Pusher sozusagen, wenn das Edict-Bild rauskommt, dann über dem Lightning-Bild. Mit dem Shadow Demon, okay, haben wir ein paar schöne Setups halt in Kombination mit Lashrak. Also es ist genügend Synergy da. Wir haben zum Beispiel Disruption Soulcatcher rein in Split Earth und Netherblast. Das ist eine ganze Menge Magical Damage, die da jemand kriegt. Zum Beispiel Shadow Shaman, Undying. Das sind so Helden, die da eventuell sterben könnten. Auch Tinker muss aufpassen. Was mir natürlich nicht so gefällt, ist, dass Mushi. Also, außer Nature's Prophet haben sie halt auch nicht sehr viel, was gegen einen Tinker in Bäumen sozusagen viel machen kann. Da ist kein Storm, da ist kein Track, da ist kein gar nichts. Da ist halt kein Timbersaw zum Beispiel, der mit dem Chakram einfach mal durchrasieren kann, Platz machen kann. Es ist wirklich nur Nature's Prophet, der eventuell mit einem glücklichen Dream Call
da entsprechend Muschis Deckung sozusagen wegnehmen könnte. Das ist es dann aber auch. Müssen wir mal schauen, ob sie das finden und wie aktiv dann Muschi hier in dem Spiel ist als Tinker und wie schnell er sein Farm durchkriegt. Wir stellen aber mal das Team fix vor. Burning natürlich auf dem Anti-Mage, haben wir schon gesagt. Muschi auch schon erwähnt auf dem Tinker. Ice, Ice, Ice spielt den Offlane. Undying, dann Lanem auf dem Beastmaster und last but not least MMY auf dem Shadow Shaman. Ja, und auf der Seite von VG Gaming haben wir natürlich Captain RTK auf der Pugna. Das wird wahrscheinlich eine Offensive Tri-Lane. Zusammen mit Fenrir auf dem Shadow Demon und FY auf dem Leshrac. Das bedeutet, Super ist entweder in der Mitte solo oder auf der Bottom Lane und Syla schnappt sich das andere. Wobei ich davon ausgehe, dass Syla eigentlich eher auf die Bottom Lane gehört als auf die Mid Lane. Und das ist sau riskant, was Super hier macht. Mit 295 MS will man dann doch nicht so im gegnerischen Jungle wirklich entdeckt werden. Das Problem ist aber, da ist null Lockdown außer MMY. Und er hat sogar noch 10 MS weniger. Also wenn nicht ein Schrecke von MMY kommt, kann hier fast jedes Target einfach wegrennen. Und damit ist DKs 5-Mann Gangtrain hier im Enemy Jungle schon beendet. Hier kommt noch eine Ward raus. Ich denke aber, die wird eventuell jetzt sogar von FY schon. Wird eine Sentry benutzt? Nein, da kommt nicht der Lucky Guess. Oh, hier kommt die Sentry raus. Schade. Okay, hat er vermutet, dass er dann hier ist. Und dann muss er dann doch vielleicht hier eventuell in die Mitte setzen. Das ist ein bisschen schade. Es kann sein, dass er wahrscheinlich hier die 200 Sentry Gold komplett verschwendet. Der Retro Magic Bush. Ja, man, heutzutage gibt es so viele, viele Wardplays. So, RTK findet Lanem und eine Invis-Rune. Ja, und hier kommt sogar noch die externe her. Richtig viel Schaden hier auf RTK. Da muss wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob er schon direkt zur Fountain zurückgeht. Nein, er benutzt die Salve und damit geht's weiter. Aber das tut natürlich weh ganz am Anfang. Also, ouch. Ja, und das ist eine der Schwachstellen von Pagna eigentlich. Also Pagna hat zu Beginn relativ wenig Resistance. Also wir haben ein Armor, wir haben nur 530 HP. Also das ist das Problem von Pagna. Das Scaling ist auch Oh, nicht sonderlich Eis, gut, was Eis, er Eis hält. hier. Und Erstmal im Direktduell. Lässt sich komplett leer saugen von Damage her. Und naja, Razor freut sich. Aber da kommt der Spam schon raus. Da kommt das ist kein aber auch Eis eine mehr. Lane, die sollte Razor niemals verlieren gegen Ice, Ice, Ice. Sagt das nicht, wenn er ihn entsprechend low kriegt. Der Burst Damage ist schon relativ nah. Und jetzt, oh, hier kommt schönes D-Warding. Hier, die Sentry wurde raus. Da hatte. Wie gesagt, da hatte der arme MMY versucht, solo zu dewarden, da kam aber instant die Rotation. Das war ihm dann doch so gefährlich. Burning jetzt muss hier zur Seite und oh, schade, das letzte Projectile ist nicht hinterher geflogen und Burning kann hier die Salve noch durchspringen. Aber da wartet schon Fenrir. Oh, Disruption. Jetzt haben wir die Split Earth. Oh, Timing stimmt auf alle Fälle. Und jetzt kommt wenigstens. Oh, er kann nicht blinken. Seine eigenen Illusions haben ihn absolut aus Mana gesaugt. Und jetzt, das ist der First Blood auf Burning. Wunderbar gemacht von Vici. Besser geht's überhaupt nicht. In der Cast-Animation vom Blink war er und hatte nicht mehr genug Mana dafür. Seine eigenen Illusions, das. Wow. Much wow. Sehr, 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 sehr stark gemacht. Und man sagt ja auch früher, zumindest als Anti-Mage noch ein wirklich harter Pick war, dass Shadow Demon einer der größten Supporter ist, die Anti-Mage countern, alleine durch Disruption, dass man zwei Anti-Mages hat, die im Endeffekt 120% Damage auf Level 4 hinterher machen, wie der alte Anti wie der gegnerische Anti-Mage. Und ja, das macht sich hier auf jeden Oh, jetzt Fall wieder hier ein Vici Gaming Stun. gut Da zu kommt auch kein schaffen. Netherblast hinterher. Schade, schade. Aber wie gesagt, wenn Fenrir wieder da ist mit dem neuen Split Earth, dann kann man das Ganze im Prinzip hier wiederholen. Oh, da ist die Disruption. Aber Eis, Eis, Eis ist ja mit von der Partie. Und was für ein geiler Tombstone. Jetzt die Frage: Kriegen Sie das durch? Burning kann wieder nicht rausblinken. Er wird hier am Ende nicht sterben. Es stirbt anstelle halt der Shadow Demon. Aber wenigstens holen Sie sich die 75 Gold von dem Tombstone. Ich denke, da hätten Sie doch ein bisschen aggressiver spielen können. Wenigstens den Burning Kill noch holen. Aber es wollten es dann halt nicht riskieren. Am Ende ist das ein 1-1. Ich denke, das hätte Vici besser machen können. Ja, das Problem ist, wären sie in den, man sieht es auch an FYs und RTK, ich meine, RTK hat jetzt fast einen kompletten Tango schon durch oder schon den zweiten, hat keine Regen mehr, FY ist noch auf Hälfte HP und das während eines Tangos, der läuft, ich glaube auch schon der zweite Tango, also die wären dann, wenn sie gedived wären, sogar alle drei gestorben, also richtiger Call von Vici hier dann zurückzugehen und nur sozusagen den Shadow Demon sterben zu lassen. Ja, yep, definitiv. Und Super, wie gesagt, ist jetzt plötzlich gegen Beastmaster. Die Ice-Ice Lane wurde aufgebrochen und am Ende befindet sich Ice-Ice hier in der Support-Funktion. Hat jetzt Level 3, naja, hat aber als solches noch kein Mana-Regen. 70 Mana kostet ein DK und es ist relativ
Naja, du kannst spammen. Es ist halt sehr effektiv, das Spell als solches, wenn du ihn wirklich auf zwei Leute rauskriegst, gerade weil du halt auch die Strength Strikes kriegst und damit auch drin richtig tanky wirst. Die meisten Leute unterschätzen das dann ganz sehr. Er geht aber auf der Tombstone-Build. Übrigens, sehr geiler Tombstone. Also, oh, ich will die Items auch haben. Give hier. Genuine Golden Pale Mausoleum. Wow, 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 wow. Ja, der sieht sehr, sehr geil aus. Einer der wenigen im Ausreichs. Ja, oh, jetzt, da ist der Blink von Burning. Das war aber auch sein letztes Mana. Also, Burning Ja, Burning muss da aufpassen. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesehen. Also die beiden Illusions, vor allen Dingen dadurch, dass er Mana Break natürlich geskillt hat als Anti-Mage, muss man ja dazu sagen. Beide Illusions drainen sozusagen mit jedem Hit 56 Mana zusammen. Und ein Anti-Mage, der nur 260 Mana hat, das sind zwei Hits und er hat nur noch einen Blink über. Also da muss Burning wirklich, wirklich aufpassen. Sehr schön von Vici und Ice as Ice mit der Haste. Haste Rune will einfach nur Hallo sagen und hat da jetzt sogar ein Decay durchgebracht. Es war ein Double Decay. Glaube ich, ja. Leshrac hat den Debuff und RTK hat ihn auch. Also, das war schön, hat er gemacht. Freut sich über die HP und natürlich Double Damage sozusagen. Und was soll man da, ja, was soll man dazu richtig sagen? Also, die Tri-Lane hier mit Burning, sie müssen aufpassen. Gerade Burning muss aufpassen. Er hat jetzt wieder gerade so viel Mana, damit es ausreicht. Aber RTK, oh, das ist eine schlechte Position, in der du dich hier befindest. Da kommt Tombstone raus. Und da, oh, Burning, komm mit rein. Das sind die Hits. Kommt da noch irgendwas von MMY? Nein, er hat den Aethershock nur Level 1. Aber jetzt, oh, Earthsplitter hat Eis. Jetzt, Burning, er hat nicht genug Mana hier rauszutubieren. Und Edict, finde ich die ganze Sache auf. Nein, es war sogar das Shadow Poison. Jetzt Eis. Ein Stack, benutzt noch seine Sticks. Und der Earthsplitter, oh, er trifft. Schön gemacht. FY hier, absoluter MVP mit den Earthsplitter, auch ohne das Setup von Disruption. Wunderbar gemacht. Sylar hat natürlich hier auch mitgeholfen, ist reinrotiert. Und MMY, absolut kann hier gar nichts machen. Der Tower hier tickt schon. Und Edict, ist das zweite Edict, was schon benutzt worden ist, tickt auf dem Tower. Es ist ein Level 2 Edict, also es tut schon richtig weh. Und in 10 Sekunden könnte da sogar noch eins kommen, aber sie brauchen es nicht mal. Der Tier 1 Tower schmilzt dahin. Und wir haben drüber geredet, wann VG in den 4- oder 5-Mann-Modus schaltet. Wir sind in der 6. Minute. Erster Tower down. 4 Leute auf der Safe Lane. Ja, sie müssen sehr, sehr früh das Game ausmachen. Also die Outer Tower müssen spätestens bei Minute 20 alle liegen, damit man auch gegen den Tinker sehr, sehr viel Map-Control hat. Und Mushi braucht halt noch, oder? Mushi. Oder das ist Deka-Stack. Guter Ab von deinem hier. Das ist eine ganze Menge Gold, die da auf ihn wartet. Also wenn Razor... Top Lane, Eis. Oh, sie gehen auf Eis. Oh, das ist schon richtig low. Das sind zwei Stacks, aber er heilt sich nochmal hoch. Plus Tombstone, Fenrir. Oh, das war ein bisschen zu optimistisch. Er hat da versucht, noch einen Poison Stack rauszukriegen am Ende. Soulcatcher bleibt drauf, aber hier wollen sie noch mehr. Ah, oh, Burning. Findet eventuell jetzt RTKO. Da ist die Vision. FY will hier noch reingehen, aber... Oh, Sylar kommt jetzt auch rein. TP'd Aethershock, alles drum dran. Ja, Burning. Er hat natürlich den... Blink hier ohne Probleme raus. Am Ende wird dann mehr oder minder doch nur ein Standoff. Ja, das ist das Problem mit Undying und Anti-Mage. Da fehlt einfach der Lockdown für die anderen Heroes. Klar ist der Burst-Damage da, aber es fehlt in diesem Stadium des Spiels einfach der Damage auf beiden Seiten, um ohne Lockdown auszukommen. Und deswegen kommen beide hier mit dem blauen Auge, sage ich mal, davon. Natürlich krasse Overextension von Fenrir hier, der da wirklich noch einen Lucky Punch zu setzen, aber er muss aufpassen. Also er darf jetzt nicht zu viel in das Lineup von DK reinpacken, denn genau das ist das, was DK braucht. Early Levels, viel XP und das kriegen sie durch diese Kills. Ja, wobei sie halt nur zwei an der Zahl haben und das Problem ist, Burning, er hat halt kaum Farm. 17-1 in 7,5 Minuten, er hat gar nichts. Er hat wirklich nichts. 500 Gold und braune Boots mit Branches, Quelling Plate und Stout Shield. Das ist alles, was er hat. Er muss sogar nochmals noch einen Tangos hinterherlegen. Naja, wir sehen aber hier ein bisschen Action von DK. Da ist Smoke. Das Ganze ist Beastmaster. Jetzt Level 6. Also sehr gefährlich. Stun plus Shackle und VG. Ah, das könnte ein gefährlicher Fight für sie sein. Gerade in das rein zu pushen. Wir haben Ice, Tombstone plus natürlich DK. Das wäre interessant. Derzeit, oh, da ist noch ein schönes Plasma-Feed. Hat er eigentlich, ist auf Plasma-Feed gegangen? Ja, 4 Punkte drinne. Und hier mit Netherblast, der Tower kriegt schon eine ganze Menge Schaden. 50%. Und ich weiß nicht, ob DK hier wirklich fighten will. Da müsste noch ein TP kommen. Also Mushi sollte sich vielleicht schon zeigen in dem Fight. Und jetzt, ja, er hat BOTs. Und jetzt wird es natürlich interessant. Der Tower geht down und es ist noch kein Fight hier ausgebrochen. Lan M will hier nicht initiaten.
Interessant. Ja, vor allem ist es schwer hier zu initiieren. Ich meine, wir haben auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, haben wir immer noch die Leash, wir haben Level 4 Plasma Field, was gegen diese Supports, die da sind, relativ viel Schaden macht. Ich meine, wir haben immer noch einen Level 4 Shadow Charm mit knapp 600 HP und nur Boots, also der würde platzen. Deswegen, also DK muss schauen, dass sie irgendwie es schaffen, über diese 20, 25 Minuten. Oh, aber sie haben ATK gefunden. Was hat Pugner dort gemacht? Wow! Sie haben hier ATK richtig out of position gefunden. Also, das war ein bisschen zu optimistisch, was er da gemacht hat. Am Ende, ja, drei Leute werden hier wahrscheinlich eventuell sogar eine Tower-Push rein-transition. Mit Mushis Hilfe natürlich. RGK dachte sich wohl wegen dem Ward, dass er safe ist, dass er noch eine Wave farmen kann, aber ich denke mal, da kam der Second Smoke von Lanem oder von MMY und ja, so war es ein easy Pickoff. Ja, definitiv. Und jetzt natürlich mit March of the Machines, er kann das Ganze schon spammen. Er hat alles, was ein Tinker braucht. Ab jetzt zählt wirklich nur noch Level und dann, ja, GPM so hoch wie möglich halten. Also Bottle, Soaring, BOTs, damit ist es dabei. Er kann alles spammen, was er will. Und jetzt im March of the Machines ist natürlich wirklich schlecht für VG. Damit kriegen sie die Push nicht durch. Hier alleine die Bäume. Die Bäume. Oh, was geht hier los? Wow, oh, Lanem gefunden. Im Roche-Pit. Aber jetzt geht der Kampf von hinten los. Da ist noch kein Tombstone. Jetzt kommt der Tombstone raus. Da stirbt auch noch der Shadow Shaman hinterher. Aber jetzt Burning, gestunt. RTK saugt sich hier voll. Oh, Mana Void als Interrupt, aber super natürlich mit Plasma Field. Und jetzt, sie wollen natürlich Eis noch die Rockets fliegen hier hinterher. Seiler tippt sich raus. Und nein, Seiler tippt sich davor. Aber Eis noch mit einem Decay. Sie kriegen das Ganze durch, aber Seiler muss aufpassen. Sie müssen die Zombies killen. Ansonsten killen sie dich. Eis geht noch down am Ende und es ist ein Double Kill für Super. Ja, also da hat DK wieder einige Fehler gemacht mit dem Positioning. Sie haben sich eigentlich sehr, sehr gut unten auch mit dem Pickoff auf dem Pugna über Wasser gehalten oder auf dem gleichen Level, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ein bisschen Kollateralschaden vermieden damit, ein bisschen Anschluss gehalten. Aber jetzt diese Pickoffs wieder wegzugeben sozusagen und dadurch wieder VG Gaming den Vorsprung geben, den sie eigentlich brauchen, um hier wirklich zu snowballen. Leichtes Missplay von DK hier. Ja, definitiv. Und naja, wir müssen mal schauen. Level 4 beim Beastmaster, Hawk und Boar natürlich. Also er hat die Äxte komplett übersprungen, hat nur einen Punkt in Inner Beast. Ist Inner Beast jetzt sowieso nicht so die dollste Aura aller Zeiten, aber müssen wir mal schauen, wann die ersten Gangs als solches kommen mit dem Hawk zusammen. Das wäre natürlich jetzt interessant. Aber wie gesagt, Mushi erfindet eine ganze Menge Farm. Das ist das Problem. Sie haben so viel Zeit investiert, hier Burning Down zu shutten. Am Ende wird vielleicht Mushi derjenige sein, den sie hätten wirklich fokussen müssen. Ja, das Fokussen eines Tinkers ist wirklich nur durch viel Rotation, viel Aggressivität zu machen. Das ist einfach nicht das Lineup von VG Gaming. VG will viel Tower pushen. Sie haben oben angefangen, haben Burning sozusagen noch mehr Platz weggenommen. Dann kam Bottom Lane, jetzt muss Mitte Lane kommen und dann wird es schwer für Mushi. Also wie gesagt, über die Map Control bis Minute 20, 25 müssen die äußeren Tower weg sein. Ansonsten hat Mushi noch zu viel Platz, um was zu machen. Also yep. Definitiv. Es geht um die TP-Reactions da, die von DK rauskommen können. Ja, yep. Und jetzt haben wir gerade MMY wird hier ein bisschen harassed. Jetzt wird noch Eye of the Storm rausgeschmissen. Oh, damit wunderbar gemacht. Der Tubescom kommt raus, aber ja Gott, das ist nun überhaupt nicht beeindruckend. Der Eye of the Storm, der zerstört einfach mal die Zombies. Jetzt hier RTK auf dem Rückzug. Da ist aber Lanem mit seinem Ultimate. Das wird eventuell jetzt hier rauskommen und dann Burning der entsprechende Damage. Und jetzt, oh, da ist die Ward. Okay, die Ward macht eine ganze Menge Schaden. Wo ist der Netherblast? Der Netherblast. Oh, Mana Void. Defensive Disruption nach dem Netherblast. Und wow, haben sie noch hier irgendwas? Nein, es reicht nicht für den Kill. Und auch Burning zieht sich zurück. Wahnsinn, dass RTK das hier überlebt hat. Jetzt versuchen sie hier zu scouten mit Shadow Poison, aber nein, ist schon raus, die Beat, keine Chance mehr. Trotzdem, ziemlich interessant, also Burning plus eine Beastmaster kriegen den Kill nicht. Und was ich eigentlich sagen wollte, neben das hier in der Mitte, auch wieder auf MMY geht's los, aber jetzt hier Hex. Er ist aber mit ihm eingesperrt, wunderbar, ein kleine Waldeslichtung da und es ist kein freundliches Picknick, nein, es ist ein richtig tödlicher Mann mit Blitzen in den Händen. Am Ende, das wird wahrscheinlich das Schicksal des Tier 1 Towers sein, oder Eis rotiert hier vielleicht von der Seite rein. Mushi hat vielleicht dann noch ein Wort mitzureden. Schauen wir mal. Decay, angefaked. Nein, kommt nicht raus. Haste, oh, na, Eis kommt hier raus mit dem Tombstone. Einfach nur als Abschreckung. Aber sie können den Tombstone natürlich fokussen. Es ist schön viel Gold. Aber, na, ist es dann am Ende dann doch nicht wert. Jetzt kommen hier noch die Rockets rausgespannt von Mushi plus March of the Machines. Und jetzt kann ich zu meinem Originalpunkt zurückkommen. Ja. Da.
Experience. Graf. 13. Minute. 2000 Vorsprung jetzt für VG, nachdem DK ja am Anfang so ein kleines bisschen zurückgeschlagen hat, was Gold betrifft. Da war VG nie sozusagen im Negativen. Nein, 5000 Gold, fast 6000 für VG. Ganz konstant. Das Ganze hat natürlich angefangen mit einem Level 1, also mit einem Tier 1 Tower. Was, sechste Minute? 6,5 Minuten? Ja, 5,5 Minuten. 5,5 Minuten. Und dann, Mitte ist das nächste Ziel. Nur da, wie gesagt, sobald Mushi Zeit hat, Watch of the Machines. Bottom Lane. Bottom Lane. Oh, viel zu schnell. Too fast to cast. Mushi reinrotiert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Er hat jetzt Blink Deck und alles drum dran. Der Hawk hat das Ganze ausgescoutet. Einziges Problem ist, Mushi ist der Counterpush schlechthin. Und oh, in der Mitte. Das war schlecht gespielt von RTK. Er hat da ein bisschen mistimed seinen Nether Blast. Und am Ende kommt da der Deny hier von dem Shadow Shaman. Schade, schade. Das wäre der dritte Tower down gewesen. Aber leider, es ist nur weniger Gold. Tower ist trotzdem down. Genau, und das ist das Wichtige für VG Gaming, damit sie ihren Gameplan durchziehen können. Das Gold ist natürlich ein nebensächlicher schöner Bonus, aber wichtig ist, die Map Control zu haben. Also wichtig ist einfach nur für VG, die Tower müssen fallen, egal wie. Wenn es natürlich 6 Denied Tower sind, ist es umso schlechter. Aber ein Tower tut da, glaube ich, nicht viel. Aber Burning wieder. Aber oh, er ist, blinkt gerade raus in dem der Sekunde, wo die Disruption kommt. Also das war richtig, richtig gut getimed. Und natürlich, jetzt kommt die Rotation rein. Eis sagt schon hallo und da kommt auch Lan M. Am Ende hilft das alles nicht. By the way, ich mag die Items wirklich so. Es ist absolut genial. Auch hier das Set von Lan M. Richtig genial. Hier mit, mit Mystical Hawk und Mythical Beast. Tower Destroyed. Ist das, ne? Ja. Schau mal den Gem an auf dem Boar. Das Boar Tower Destroyed. 5. Aber jetzt haben wir eventuell Disruption auf irgendeinem Target. Nein, haben wir nicht. Sie ziehen sich dann doch zurück. Der Hawk, wie gesagt, wird jetzt wieder angewendet, um zu scouten. Eventuell natürlich um. Oh. Nein. Das DP, also. DK muss auf jeden Fall aufpassen. Also, da sie haben zwar die Counter-Initiation, sollte Burning überleben, aber Burning trotzdem nur auf 800 HP, hat zwar den Ring, hat auch noch nicht Strength Threads raus, aber trotzdem, also er will farmen, er will das Battle Fury irgendwann auch nochmal fertig kriegen, damit er wieder ein bisschen schneller fahren kann. Oh, da kommt der Tinker, aber sie killen den Hawk, bevor Tinker dort rein kann. Schade, den hätte er dann doch über den Bäumen platzieren sollen. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich für Mushi dann wiederum. Er hat aber einen Blinkdagger, also macht sich da auch nichts draus, wenn er nach dem Hawk hier wirklich irgendwo in den Bäumen landet. Ja, diese Global Strat wurde, glaube ich, vor, weiß ich gar nicht, 5 oder 6 Jahren in Dota 1 entwickelt mit diesem Global Hawk, alle TPen draufmäßig, Tinker. Ist schön, dass solche alten Dota-Strats wieder in Dota 2 vorkommen und ich bin gespannt. Viele Teams haben es versucht rauszukriegen, also rauszuhauen. Bisher hat es aber nie wirklich gut. Oh, da kommt ein Go. Lan M wird aus Damage rausgesaugt, aber oh, das Boar wird wieder zerstört, bevor Mushi da reinkommt und Lan M, nein, MMY geht down. Burning jetzt auch mit der vorne Partie, aber TP'd sich direkt zurück und wow, Mushi versucht jetzt das zweite Mal hier zu TP'en, muss es aber beides Mal interrupten. Am Ende, ja, jetzt TP'd er sich hier zum Tier 3 Tower nur March of the Machines in Position zu bringen. Da kommen aber schon wieder Edict. Schau dir das mal an. Absoluter Wahnsinn. Arcanum Scepter, Edict und Netherward. Der Tower, der tat mir der richtig leid. Also ein Herz für Tower. Da muss es so einen Sticker geben. Wow. Ja, das ist genau das, was VG braucht. Also jetzt, gerade jetzt, wo super das Arcanum Scepter hat, ist ein sehr, sehr schnelles Arcanum Scepter. Er ist ja auch 4-0, hat 130 Lasted, also genauso viele wie Mushi, ist aber noch nicht gestorben. Also genau jetzt ist die Zeit für VG Gaming in den nächsten 10 bis 15 Minuten hier das Game zu beenden. Ja, definitiv. Und ich frage mich, gibt es eigentlich schon jemanden, der irgendwo an der Pipe arbeitet für VG? Das wäre gar nicht so schlecht, die Pipe hochzukriegen. Weil, nein, ich glaube nicht. Wie gesagt, DK, Marginal Machines und... Guck mal auf Leshrax Items. Oh, wir haben hier ein Go. Der ganze Go geht auf RTK, aber in der Zwischenzeit stirbt Burning. Und hier unten geht es dann doch nicht so richtig ab. Wir fliegen nochmal Rockets hinterher, aber jetzt Mushi. Oh, da kommt eventuell sogar ein Turnaround, oder? Super mit dem Ultimate, das will man dann doch nicht reingehen. Oh, Nature's Wrath bringt sie alle low. Also da müssen sie wirklich aufpassen. Wow, also am Ende stirbt nur Burning. Ich weiß gar nicht, wie Burning hier gestorben ist. Okay. Nature's Prophet mit X-Kombination, hast du es gesehen? Rocket. Und ich glaube, oben war es Fenrir noch dazu. Also der, es war Disruption into Orchid. Okay. Ich habe es kurz gesehen.
Okay, das muss dann schon mal reichen. Wie auch immer, lade ihm hier eine Haste Rune, platziert erstmal eine schöne aggressive Observer Ward, aber das Problem ist halt Vigi. Es ist die 18. Minute und sie unermüdlich gehen sie an die Tier-2-Tower ran hier. Der einzige Grund, warum sie wirklich noch nicht High Ground hier versuchen, ist wirklich, dass March of the Machines wirklich eine ganze Menge zurückhält. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so der Counter-Push-Part. Ich meine, wir haben auch zwar noch Äxte und Aethershock, aber DK kann ja einfach nicht Fiveman gehen. Schau dir den Tower an. Von den XP zu weit hinter. Und wir sehen auch, so eine Scheune quasi vor einer Brandrodung zu schützen, bringt auch nicht wirklich viel. Aber was ich sagen wollte, gerade gesehen, FY mit einer Midas unterwegs. Yep, Greedy Leshrac, Carry Leshrac, easy, easy going. Er hat einen Ring of Regen, also die Hoffnung steht dann immer noch. Aber jetzt, oh, Seiler haben wir hier ein Go. Kriegt er noch die Sprout hin auf die KO? Da hat er die Vision, jetzt kommt die Sprout durch. Jetzt die Frage, wie schnell sind die Rotation da? Der Hawk wird wieder zerstört von Nature Shraff am Ende. MMY richtig low, die Wards sind da, aber oh, er wird gestunt vom Center Conqueror. Das sind bezahlte, das ist ein rigged Game. Wow, die Neutrals, Volvo hat da hier wahrscheinlich mitgestört. Gabe hat so irgendwo einen Controller, wo er die Neutrals kontrollieren kann. Wie auch immer, also der Neutral rettet hier gerade die Case allerwertesten. Ja, das kann man wirklich so sagen. Und wären da Kills passiert, kann ich auf jeden Fall sagen, wären sie mit reingegangen. Also mit Eye of the Storm, mit den. Du hast gesehen, wie schnell die Tower schmilzen auf dieser Seite. Da kann man wirklich von Schmilzen sagen. Edict ist so Wahnsinn, der Spell. Deswegen habe ich im Draft gesagt, also wir haben in letzter Zeit so viel. So viel Lightning Storm Builds gesehen auf Leshrac. Aber Edict ist einfach immer noch viel zu geil. Ist einfach viel für zu Tower geil. Push ist definitiv der Lightning, ist ja eher der Fighting. Also da macht man ja den 1-0-3 Build, also den Lightning Storm und den Split Earth gar nicht auf Edict. Manche überspringen sogar Edict wirklich komplett, machen es gar nicht, weil die HP und die Mana halt wichtig sind dann für Pulse. Aber es ist halt wirklich der Fighting Leshrac mit dem Lightning Storm seit dem Change. Aber hier braucht Vici wirklich nicht Fighten. Oh, okay, das ist ein bisschen out of position. Da ist Lan M hier, aber er ist hier ganz alleine, will hier ganz alleine losgehen. Es ist natürlich, okay, DK, hier kommen sogar noch Rockets von oben. Eventuell kommt da hier noch die Verfolgung. Lan M muss aufpassen mit seinem HP. Da kommt noch die zweite Rocket hier von Mushi. Super ist aber schon da. Will aber hier, denke ich, nicht dafür. Oh, schau dir mal die Zombies an. Diese Mini-Zombies, das ist total geil. In der Zwischenzeit kriegt aber, oh Gott, Burning kriegt den Kill auf RTK und blinkt sich einfach raus, aber auf Seiler. Seiler kommt da rein und er hat kein Mana. Doch, er hat Mana, wenn er natürlich sich auf Infrets switcht, aber er war sowieso gesilenced von der Orcus. Ich will nur jetzt wissen, MMY, stirbt er wieder zu Super? Es ist natürlich gefährlich, was sie hier machen. Oh, die Wards kommen wieder raus. Super. Oh, ganz aggressiv hier. Farmen sie die Walls noch? Das wäre ein bisschen ballsy natürlich am Ende. Da doch, es ist Trinz gegen Necro gegen die Walls. Wer gewinnt? am Ende, der Tower holt sich die Necro-Unit. Also das wäre natürlich ein bisschen Hoffnung gewesen für MMY, dass er sich die Necro-Units holt, weil viel XP, beziehungsweise in dem Falle nur Gold, viel Gold. Das waren Necro 2, sind das Necro 2? Ja, das sind 100 Gold. Nee, warte mal, die Necro 1 geben 100, ne? Necro 3 geben 150, was geben Necro 2? Oh, Pip, es gibt's doch gar nicht. Pip, disconnected. Gerade wenn ich eben eine Frage stelle, was ist denn der Scheiß hier? Ach, Pip. Müssen wir mal schauen, ob der Call hier irgendwie wieder zurückkommt oder ob wir dann noch wieder einen Call machen. Also Ruhrpott Internet ist nicht das Stabilste, wie man wieder was sieht. 12-7 hier. VG gegen DK, 22. Minute und jetzt schauen wir uns mal die Graphen an. Es hat sich gar nicht so viel verändert, seitdem wir das letzte Mal reingeschaut haben. Hier circa vor, 10 Minuten hatten wir einen 3000er Vorsprung, jetzt sind das 5000. Also in XP geht's ganz gut, aber hier, Gold, da sieht man den großen Unterschied. Fast 12.000 jetzt der Unterschied hier und, wir haben jetzt Seiler hier, sie TP'en in Roshan rein. Und das ist natürlich die Frage, findet DK die ganze Sache oder finden sie das nicht? Und Pip findet seinen Reconnect nicht. Also Pip scheint wirklich komplett weg zu sein. Jetzt muss ich hier erstmal den Call disconnecten. Ja, da haben wir es wieder. So, zurück ins Spiel. Roshan ist und stirbt so schnell, gerade mit Medaillen. Kommt aber hier und Tombstone von oben. Damit haben sie zumindest Vision. Obwohl, nein, der Tombstone, der sammelt nicht mal irgendwelche Zombies. Das dachte ich, hätte die Range eigentlich geklappt, aber wie auch immer, sie holen sich Roshan absolut uncontested und DK zeigt irgendwie nicht so richtig das Leben, was wir von DK kennen. Die Frage ist halt, Vici Gaming jetzt Top Tower,
ganz systematisch vorgehen oder wollen sie schon High Ground gehen? Problem ist, High Ground würde bedeuten gegen March of the Machines. Jetzt ist eine kleine Pause dazwischen drin, aber Mushi, wie gesagt, er ist halt ganz schnell wieder da und March of the Machines, es tut einfach zu sehr weh, um da reinzugehen. Das Problem ist, sie haben Slow Siege Ability. Da ist die Ward, hier kommt Nether Blast, Edict, aber oh, schaut euch den Damage an, March of the Machines, es tut so weh. Jetzt geht die Cliff durch, Edict tickt noch weiter, March of the Machines tickt auch noch, die Necro-Units. Das ist natürlich schlecht für Tinker, die zu killen, und am Ende, die Aegis geht schon down. Also das ist ziemlich interessant, da kam fix ein Orchid raus, aufladen M, damit er nicht seinen Stun durchführen kann, aber... Naja, Slow Siege ist es, sie machen 50%, 60% Schaden auf den Tower, auch durch March of the Machines durch, und eventuell machen sie sogar weiter, noch 40 Sekunden natürlich hier. Nether Blast, wunderbar, aber jetzt der FY, hier die Wards. Decay, das ist absolute Verzweiflung. Jetzt wird hier alles einfach in den Weg gesetzt. March of the Machines, Tombstone, alles drum und dran. Sie wollen einfach nur verhindern, dass Vici jetzt schon mal aufhört. Nur das Problem ist, Vici rotiert einfach nur in eine andere Lane und macht dort weiter. Seiler Push top schon mal raus. Burning, wir müssen vor allen Dingen auf Burnings Farm schauen und da sieht es gar nicht so gut aus. 24 Minuten, Battle Fury, jetzt Blade of Alacrity, hat dann sein Casual Yasha ready in bald. Also ein paar noch 300, 400 Gold dafür. Naja, es ist halt kein überwältigender Farm, aber dafür, dass er so schlimmen Shutdown hatte, hat er sich dann trotzdem noch ganz gut gehalten. Jetzt muss ich mal schauen auf Skype, ob mein Pipi-Line wieder da ist oder ob er nicht da ist. Nein. Pip, nicht geil. Nicht da. Kein Pip, das heißt, ich bleibe alleine. 12-7, immer noch 25. Minute und DK, sie bleiben jetzt hier zusammen und jetzt kommt ein 3-Mann-Smoke hier raus. Jetzt ist die Frage, finden sie damit was? Sie wissen natürlich, dass Vici Game hier irgendwo mal oben in der Top-Lane anklopfen wird, an dem Push interessiert ist und da wäre natürlich, ja, das Interessante, finden sie einen Gank. Sie rotieren aber hier in die Mitte, da wäre FY, würde natürlich da stehen. Lashwag, der steht aber auch unter einem Tier-1-Tower. Es kommt hier noch eine schöne Ward raus. Aber schauen wir mal. Oh, Sylar. Das ist eine schlechte Position. Da kommt jetzt gleich das Ultimate raus. Burning ist auch mit von der Partie. Nein, Tombstone. Hex. Aber da ist auch Super da. Super hat jetzt schon mal alles gezündet. Hier Mushi. Mushi richtig low. Richtig low schon vorher durch die Ward. Und Super macht den Rest. Am Ende ist das Ganze jetzt immer noch ein 1-1, 2-1, 2-2 Trade. Das war ein Buyback. Jetzt kommt sogar noch Buyback auf den Shadow Shaman. Also, das ist natürlich interessant. Zwei Buybacks und die zwei Kills. Tinker jetzt nicht da, um March of the Machines zu spammen. Das ist genau das, was VG braucht. Und jetzt, da kommen die Creeps, da kommen die Wards. Die Wards müssen sie schnell wegfarmen. Und ja, da kommen sie. Die Wards sterben einfach ohne Probleme. Und hier, Edict frisst sich durch die Rex durch. Das ist nichts, absolut nichts, was DK machen kann. Lanaims Ultimate ist immer noch da, aber es ist schon vorbei. Es war kurz und schmerzhaft, nicht so wie beim Zahnarzt. Also, Wahnsinn. VG geht rein, holt sich die Rex, geht zurück. Eventuell kommt sogar noch hier noch der Follow-up. Fenrir natürlich nicht viel Mana als solches, aber eventuell haben sie eigentlich, außer auf RTK Arcane Boots, nein, RTK ist der einzigste. Also, von Mana her sieht es nicht so gut aus. Also, sie ziehen sich sowieso wieder zurück in ihre Hälfte. Aber VG schaut einfach richtig stark aus. Absolut stark. Auch obwohl das ein DK Smoke war. Super, einfach umgedreht und direkt mit einem Follow-up in die Rex rein. Nichtsdestotrotz, es sind Mid-Rex. Es sind die einfach am einfachsten zu verteidigenden Rex, die es überhaupt im Spiel gibt. Also über die Mid-Rex, es bedeutet natürlich auf lange Sicht her eine ganze Menge weniger Gold, weil einfach die Creep Wave nicht mehr so viel wert ist, die da in deine Richtung kommt. Aber du kannst sie generell richtig gut verteidigen. Plus, wenn du dann doch mal lange aus der Base bist, hast du halt immer noch als Backup die Tier 4 Towers. Und damit ist das eigentlich alles in Butter. Nur nichtsdestotrotz, ich denke halt, VG Gaming wird sich so nicht mehr damit zufrieden geben. Wir müssen nochmal auf den Graphen schauen nach dem Fight hier. Das ist inzwischen schon abgedatet. Und ja, der Graph geht natürlich wieder weiter in VGs Richtung. Plus, Goldgraph hat sogar nochmal einen kleinen Hüpfer nach oben gemacht. Wir sind 15.000, fast 16.000, 17.000 jetzt hier. Und jetzt haben wir hier einen Smoke. Sie wollen mit Sylar eine Antwort herausfordern auf den Tier 2 Tower. Und wenn Mushi da reinkommen würde, das wäre natürlich sehr tödlich. Problem ist, jetzt zeigen sie sich. Also dann nehmen sie einfach mal komplett die Creep Wave raus. Und der Tier 2 Tower mit seinen 540 HP ist so ein bisschen die letzte Bastion. Die außerhalb Bastion, die da zumindest dasteht. Und mal schauen. Pip ist...
Ah, hat gerade geschrieben, irgendwas ist mit dem Internet los, er startet alles neu, dann haben wir wieder seine rustikale Metal-Stimme zurück, hoffe ich mal. Wie auch immer, March of the Machine Spam geht los und da ist auch der Tombstone. Tombstone relativ weit weg, plus die Walls, aber schaut euch das an, der Tower schmilzt einfach dahin und damit zieht sich Vigi zurück. Sie sagen, hey Leute, ohne Probleme, zack, das ist kein Problem, wir gehen einfach zurück, warten bis euer Tombstone weg ist, eure Walls weg sind und dann gehen wir einfach weiter. Zurzeit ist halt auch das Problem, DK kennen wir eigentlich als ein Team, was sich, wenn A fällt, dann machen sie irgendwas an B. Nur hier ist halt das Problem, ist es kein Split-Push da. Burning ist der Einzige, der nebenbei versucht, noch ein bisschen Farm zu finden hier. Jetzt weiß ich gar nicht, warum er nicht die Ancients gekillt hat als solches. Hat er einfach übersprungen, okay, kann man machen, muss man nicht. Farmt halt den Enemy Jungle, ist ganz optimal, das Problem ist aber, die DK farmt ja derzeit nicht mal ihren eigenen Jungle. Wir haben 2600 Gold, also es reicht jetzt für einen Manta, wenn er das Manta direkt will. Es wäre natürlich ein gutes Item, gerade die Supports zu platzen eigentlich, gerade wenn sie drei Manta Illusions direkt vor sich haben. Mit Mana sieht es natürlich dann auch so schlecht, relativ schlecht aus und er kann auch aus der Orchid entsprechend raus Manta hin. Das klingt besser, als wenn man einfach sagt, kann Manta benutzen, um aus Orchid rauszukommen. Aber man kann auch Manta hin. Wie auch immer, Sylar pusht schon wieder top. Es ist das nächste Ziel und hier Lan M. Oh, da ist Moshi. Moshi wollte sich hier auf den Hawk tippen, aber das wird am Ende dann doch nichts. Haben wir eigentlich hier irgendwo? Woher kam gerade die Vision? Woher kam hier gerade die Vision? Okay, Hawk hat es sich gezeigt. Aber ansonsten, wir haben keinen Gem. Wir haben nur die Necros auf Sylar. Das reicht auch anscheinend so. DK hat zwar hier offensive Wards einmal hier und einmal hier, aber es geht an ihre Rex ran. Und jetzt sehen wir die Position. Oh, es geht wieder auf Mushi. Mushi schon so low happy. Jetzt kommt noch die Mech her. Er wird hochgehalten. Auch noch von Undying. Jetzt kommt aber noch das zweite Ultimate. Absoluter Wahnsinn. Super. Rasiert hier durch. Die Cliff verhindert noch Schlimmeres für ein paar Sekunden. Aber das, wenn Super sich jetzt hier zwischen die Rex stellt, dann geht Eye of the Storm direkt auf. Alle beide. Wunderbar gemacht. Es stehen immer noch tausende Creeps hier. Absoluter Wahnsinn. Sie gehen raus. Mech ist natürlich jetzt noch auf Cooldown. Aber hier, Pipe, 30 Sekunden. Sie können wirklich zurückgehen, warten auf ihre Cooldowns. Und dann geht's an die letzten Rex ran. 30. Minute, 31. Minute. DK kann wirklich nur antworten. Aber sie diktieren, oder es wird ihnen diktiert, was denn genau passiert. Roshan, müssen wir mal schauen. Oh Gott, das ist ein ganz langer Timer. Das ist fast maximale Zeit. Ihr habt es gerade gesehen, es hat rot geleuchtet. Und das ist der extra Timer, den wir kriegen. Das wäre die maximale Zeit. Aber hier, es ist fast ein 8 Minuten geworden. Also, fast ein 11 Minuten geworden und das ist, naja, schlecht. Schlechtes Timing für VG zumindest. Jetzt müssen wir nochmal in Skype schauen. Ist mein Pippi-Line wieder da? Pippi. Nein. Nein, ist er nicht. Wie auch immer, Sylar pusht hier schon mal. Mushi versucht das aber jetzt zu verhindern. Mushi weiß natürlich, er muss ein bisschen Druck hier auf die Lane ausüben. Einfach aus dem Grund, weil, ja, ansonsten gehen sie dort rein. Auf der anderen Seite könnten sie natürlich auch zum Beispiel die Midlane reinpushen mit Creeps. Backdoor Protection wäre disabled und sie könnten dann einfach mit ihren starken Ultimates plus natürlich, also RTK ist es nicht mal ein Ultimate, sondern es ist Nether Blast, es ist Edict und obendrauf kommt dann einfach hier ein Double Eye of the Storm mit dem Arcanus Scepter. Und das Problem ist, sie können ihn halt wirklich nicht aufhalten, wenn super alles poppt. Die zwei Ultimates, die da parallel ticken, vielleicht noch vorher ein bisschen Damage gesaugt und die BKB an. Du kannst halt dagegen nicht wirklich viel machen. Jetzt hier natürlich Mud Golems, die super wieder ein bisschen den Tag versauen, aber es sieht gut aus. Wenn wir hier nochmal komplett durch die Items schauen, wie gesagt, bei Burning kommt nicht viel mehr jetzt raus. Sein Gold, wie schaut eigentlich sein Gold aus? Oh Gott, ist der Courier gekillt worden mit seinen Items drin? Das haben wir gar nicht, oder habe ich gar nicht mitbekommen im letzten Kampf. Ah, das ist natürlich böse. 40 Sekunden, 45 Sekunden ist der Courier noch down. Mushi macht jetzt hier Creep Skipping. Also er will jetzt verhindern, dass die nächste Creep Wave hier entsprechend hier oben erreicht. Und da sieht man, dass die Arm Creeps, naja, sie sterben nicht mal. Also das war nicht volle Duration von dem March of the Machines. Damit kommt die Creep Wave immer noch an. Jetzt haben wir hier Lan M. Wir hatten gerade was versucht auf Sylar. Und Burning, ja, die bietet sich auch raus. Also es ist schon der Wahnsinn. Burning einfach zu strong. Wir haben auch in der Zwischenzeit natürlich die
Illusion von Pagna, von RTK, scoutet aus, wann Roshan kommt, aber spätestens jetzt sind sie sich im Klaren, dass Roshan alle paar, also in ein paar Sekunden spawnen muss, aber jetzt Mushi hier, da kommt sein Hex raus, aber was will er mit dem Hex jetzt? Er geht raus, BKB wird gezündet und oh, das ist genug Damage, plus natürlich Split Earth, stunt ihn, Sylar vorher, oh, ist auch noch TP direkt in den Weg, Mushi kauft sich zurück und das ist wahrscheinlich genau das Richtige, was sie machen können, weil Roshan steht an, wenn sie da contesten wollen, das wäre natürlich interessant. Sylar sage ich schon, Super hätte noch ein Ultimate ready, jetzt danach, aber dann wiederum ist, es ist ein 60 Sekunden Cooldown, also Eye of the Storm ist halt was, was vom Cooldown her auch nicht wirklich abschreckend ist. Roshan spawnt genau jetzt, der Timer stimmt und die Treants, die scouten das Ganze aus. Und was hält Vici eigentlich zurück, von Roshan zu gehen? Mushi hat sich zurückgekauft, wenn das hier wirklich auf dem Roshan-Fight hinausläuft und DK den verliert, ist es im Prinzip instant GG, da kann man nichts machen. Was Gold und XP betrifft, 12.000 sind wir jetzt hier in XP und 20.000, ja, reibt eure Augen, es ist wirklich wahr, 20.000 Vorsprung für VG. Jetzt haben wir hier Rocket Spam, aber da ist natürlich auch schon die Ward, da ist so viel Wards, aber hier, oh, sie kriegen Fenrir, aber sie erkauft sich noch ein bisschen Zeit mit Ghost Scepter und dann hinterher, am Ende holt sich Sylar hier wahrscheinlich noch den Kill auf Lan M, es ist das ein Support für einen Support, nein, sie kriegen den Kill noch nicht, jetzt kriegen sie den Kill. Burning versucht sich hier zur Seite zu retten, sie haben aber gesehen, wo er sich hintipiet und da die Bäumchen sind beschworen und das ist ganz schlecht, weil Burning hat kein Buyback. Das bedeutet natürlich jetzt, Anti-Mage ist raus, aber die Wards stehen. Ice versucht hier wegzudenken. Edik tickt eine ganze Menge. MMY, der TP raus, erfolgt nicht. Am Ende, sie farmen hier noch die Wards weg. Es sind einfach viel zu viele Necro-Warriors plus Treants. Es sind nochmal freie 300 Gold. Die Creepwave ist hier schon fast vor Ort. Mushi versucht sein Bestes, einfach die Creeps raus aus der Base zu halten, damit halt Backdoor Protection noch da ist. Vici wird ganz in Ruhe den Roshan finishen und ja, mit dem Fight, ich will gar nicht sehen, wenn der geupdatet ist, der Graf natürlich, dann wird das Ganze Richtung 30k gehen und das ist dann wirklich, das zu schaffen, das nochmal zu drehen. LGD hat es einmal geschafft gegen DK, ob DK das gegen Vici schafft, das ist die Frage. Anti-Mage, wie gesagt, bedeutet halt eigentlich immer, das Spiel ist erst vorbei, wenn wirklich der Throne fällt. Das Problem ist aber hier, der Anti-Mage von Burning ist alles andere als einschüchtern. Und naja, jetzt müssen wir mal schauen. Pip sagt, er ist wieder da. Muss mich nur ganz fix mal anrufen, währenddem ich hier weiter versuche, die Kamera zu machen. Sylar, okay. Mushi versucht immer noch seine Split-Push-Taktik. Und jetzt muss ich mal schauen. Ah, Pip, mein Pip ist wieder da. Wunderbar gemacht. Ja, Blitz im Haus eingeschlagen. Ach, du bist auch so ein Blitz. Ja, wahrscheinlich aber nur übers Kabel gefallen oder die Putzfrau oder deine Freundin. Oder das ist ja wahrscheinlich dasselbe sozusagen. Nee, ja, es hat einmal gedonnert, war einmal ganz schnell hell und dann war alles dunkel. Ah, das habe ich auch manchmal, wenn ich so viel trinke. Wie auch immer, du hast vielleicht schon mitbekommen, wie steht es? 19:09, 36. Minute. Es steht ganz schlecht um DK. Burning findet kaum Farm und allgemein hier. Das einzig Gute ist, Mushi kann hier mit March of the Machines noch so viel Zeit wie möglich kaufen. Wir sind dann da, wie gesagt, 37. Minute. Die Grafen haben wir schon gerade gezeigt und jetzt geht hier ein richtiger Fight los. Aber RTK hat die BKB schon an. Tombstone kommt raus. Fenrir stirbt. RTK. Oh, da ist noch Defensive Disruption. Sylar jetzt hier. Das ist ganz ungünstig. Das ist ein furchtbarer Fight für Vici. Ich denke, den geben sie einfach mal weg. Da kommen auch keine Buybacks. Das sagen sie sich, nee, Leute, der ist richtig schlecht gelaufen. Aber super, macht hier noch weiter. Ist das ein Double? Nein, das ist kein Double. Aber MMY, oh, das Ultimate tickt auf ihm. Jetzt tickt alles auf Ice. Der ganze Damage, sie hexen ihn. Absoluter Wahnsinn. Das Problem ist, Rearm ist Level 2 am Ende. Armer Mushi, er stirbt. Nichtsdestotrotz, Burning holt sich wenigstens noch den Leshra-Kill. Es ist ein 2 für 4. Ist ungewohnt gut für VG, der Trade, aber nichtsdestotrotz, du siehst, die Creeps sind schon in der Base und es war wirklich nur der Überraschungsmoment. VG war hier wirklich überrascht, dass DK so aggressiv ist. Ist vielleicht genau auch das, was sie brauchen, aggressiv sein gegen VG. Genau, und also das wirklich der Strohhalm für DK war hier, dass alle 4 Kills auf Burning gegangen sind. Bedeutet nochmal immensen Farm für Burning und man darf einen Anti-Mage niemals abschreiben. Klar, es ist, glaube ich, erst
in 3% der Games oder 2% der Pro-Games passiert, dass Leute von 2 Racks down zurückgekommen sind. Vor allen Dingen, man sieht die Tower ja noch auf der Seite von VG Gaming. Wir haben top noch 2 Tower, Mitte noch 2 Tower, unten steht zwar noch ein halber Tower, aber trotzdem, das ist noch sehr, sehr viel, was DK hier wirklich turteln muss, um wirklich nochmal auf Augenhöhe zu kommen. Und wir dürfen die Push-Power nicht vergessen. Ein Teamfight verloren von DK bedeutet GG. Ja, im Prinzip so. Wir haben, müssen wir auf die Buybacks schauen. Burning hat jetzt ein Buyback, Mushi hat immer noch kein Buyback, weder von Gold noch vom Cooldown her. Eis rennt hier erstmal in das Plasma-Field und jetzt müssen wir halt schauen. March of the Machines wird gespammt. Wir haben aber schon beim letzten Push gesehen, dass Vici sich auch mit einem Slow-Push zufrieden gibt. Und Sylar kommt hier von der Seite mit eventuell Double-Ultimate. Oh, da wird ein Ultimate angeschmissen. Oh, es geht los, es geht los. Das sind die Wards zur Verteidigung. Eis schmeißt den Ultimate an. Da kommt aber schon. Oh, da ist so viel Damage. Sylar, super, hält sich richtig gut, während dem Eis down geht. Das sind schon 2 down für DK. Da ist der Beastmaster Buyback und es geht auf die Rex. Schau dir das einfach mal an. Die Wards machen überhaupt gar nichts. Sie ignorieren das Ganze. Sie haben Mech, sie haben Pipe, sie haben alles, alles auf Push. Vici Gaming, 39. Minute. Für Vici Standards ist das richtig, richtig lang. Richtig. Schlecht gespielt, Vici. Schlecht gespielt. Unter 27 Minuten. Wie auch immer, DK verliert ihr erstes Spiel. Die zwei Giganten haben sich getroffen und DK hat keine richtige Antwort gefunden auf Vicis Aggression. Und ob sie eine Antwort finden in Spiel Nummer 2, werdet ihr herausfinden auf Heffler TV3. Mein Name ist Heflamog und mit mir castet der Pip, bei dem es gerade irgendwo die Sicherung durchgebrannt ist. Und das nicht nur natürlich in seinem Haus, das ist natürlich auch normalerweise so der Fall. Und für Spiel Nummer 2 sind wir zurück. Ich schalte euch wieder zurück nach Seattle.